Hallo, hier kommen wir zum zweiten Teil von diesem Eco-Flow. Und dann würde ich sagen, weiter nach dem Intro. Ja, wir kommen zum zweiten Teil. Wir gehen jetzt ein bisschen drauf ein. Und nochmal danke an meine Freunde, denn die möchten das gerne mal haben, weil die fallen jetzt demnächst wieder weg. So, das ist DC-Ausgang. Das ist eine Lampe. Hier haben wir USB Type-C und A. Und hier haben wir auch die zwei Stecker. Ich habe das Ding jetzt einmal vollgeladen. Das ging auch relativ schnell. Da ging auch der Lüfter an. Ich drehe das nochmal so um. Das ist hier unter so einer Schutzklappe. Da haben wir den Anschluss für eine Solarpaneele oder für den Zigarettenanzünder, wenn ich das während der Autofahrt laden möchte. Hier den normalen Netzstecker. Hier ist ein Erdungskabel, kann man anschließen. Und das ist dann halt die Sicherung. Das hatte ich beim ersten Video ein bisschen falsch erklärt. Dann gibt es dann klar auch Unterschiede zwischen DC, also Gleichstrom, und AC, Wechselstrom bei der Ausgabe. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und wir werden auch gleich mal ein bisschen testen. Ich wollte zwar erst noch einen Föhn mitnehmen, aber dann haben wir diese Hintergrundgeräusche, weil wenn ich den Föhn anmache, ist er ja ein bisschen laut. Wir machen den mal an. Und wie schon gesagt, es gibt auch eine App. Ich kann sie nicht installieren, weil das ist ja nicht mein Eigentum, weil dann müsste ich das registrieren alles. Hier sieht man auch dann das WLAN-Zeichen. Und dann hat das eine Verbindung mit dem iPad oder mit dem Tablet oder Smartphone. Und dann kann man auch darüber steuern. Und auch, wenn ich das richtig nachgelesen habe, wird ja auch Software aufgespielt, also Firmware. Wir wollen das nochmal anschließen. Einmal über den USB Type-C. Dann können wir uns das mal genauer ansehen. Also ich habe so ein paar, also wenn ich ein MacBook Air benutze, gute 5 Stunden kann ich damit arbeiten. Wenn ich eine Drohne benutze, 3 Stunden plus, je nachdem, was das für eine Drohne ist, wie viele Akkus ich lade und so weiter und so fort. Nehme ich jetzt eine Kochplatte, also eine Induktionsplatte, oder gibt da solche, denn circa 1 Stunde, 1,5 Stunden, je nachdem, wie sparsam die ist und wie oft ich koche. Also dauert im Dauerlauf. Nehme ich jetzt ein iPhone 11, ein Apple, 21 Stunden, eine Action Cam, also eine GoPro oder wie sie alle heißen mögen, 33 Stunden. Dann nehme ich eine 10 Watt Lampe. Dann habe ich im DC, also im Gleichstrom, 25 Stunden, im AC-Bereich 8,5 Stunden. Plus, minus, wie gesagt, das kommt ja drauf an. Ich habe ja nicht nonstop Licht an. Fernsehen kann ich damit auch gucken. Licht bei, ja, 2 bis 4 Stunden, kann auch 5 Stunden sein. Also im Dauerbetrieb. Eine Kaffeemaschine, gute 10 Stunden, 12 Stunden. Ein Kühlschrank, 3 Stunden. Je nachdem, ist das ein reiner Kühlschrank mit oder ist es nur ein Kühlschrank, geht das auch ein bisschen länger. Wie gesagt, da müsste man vielleicht eine größere Klasse nehmen. Das ist ja die, glaube die kleinste, oder also aus dieser River-Serie. Gibt ja noch zwei weitere. Und dann gibt es ja diese Pro-Version, oder wie sie heißt. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wofür brauche ich das? Wenn ich das viel nutze oder nutzen möchte, würde ich auch empfehlen, ein Sonar-Panel mit zu kaufen oder mit zu bestellen. Und dann, so, wir werden mal ein iPad anschließen über USB Typ C
Und dann sehen wir dann auch, dass ich jetzt stehe hier 99 Stunden. Das müsste jetzt gleich reduziert sein oder reduziert werden. So, jetzt lädt er. Und jetzt zeigt er ungefähr an, wie lange er jetzt hat. Jetzt sieht man den Ausgang, Output, pendelt zwischen 5, 9, 4. Und dann schwankt, das ist na klar, nie genau. Deswegen sind das die Angaben, die ich jetzt so gemacht habe, circa Angaben. Wie gesagt, das kann weniger sein oder kann auch ein bisschen länger haben. Aber wie gesagt, so die gängigsten Föhn kann ich dann auch. Aber wer, ganz ehrlich, wer föhnt sich 4-5 Stunden lang die Haare? Sofern man dann noch Haare hat. Aber das ist doch schon mal ein schöner Hinweis. Wie gesagt, ich habe hier kein Kabel dran. Wie gesagt, hier sieht man die 100%. Hier sieht man den USB Typ C. Und wie gesagt, das schwankt jetzt. Wie gesagt, wenn ich jetzt mit 20 Watt auflade, dann reduziert das klar das alles. Aber es ist doch schon mal schön zu sehen. Es geht dann relativ schnell. Wir werden das auch gleich mal anders laden. Ich habe dann klar auch den Netzstecker dazu. Und dann stecke ich die nochmal ganz mal rein. Die sind ein bisschen schräg angeordnet. Dann nehme ich den mal hier raus. Denn ich glaube, ich hoffe, das konnte man sehen. Jetzt gehe ich mal über den Netzstecker. Und den müssen wir klar auch anmachen. Über die App kann man das über Tablet oder Smartphone direkt anmachen. Hier muss ich das einmal direkt anmachen. Und dann sieht man das Symbol 50 Hertz. Und dann habe ich zum Beispiel mehr oder weniger Stunden. Das kommt immer darauf an, wo und wie ich das lade. Und dann habe ich nochmal eine, statt einen Föhn habe ich eine Lampe mitgenommen. Die will ich natürlich auch dann einmal anschließen, weil wir haben ja zwei Netzstecker. So. Die setze ich mal hier ins Bild. Und dann mache ich die über diesen Schalter mal an. So, jetzt ist sie auch an. Ich hoffe, das sieht man. Ich halte mal die Hand ein bisschen rüber. Und wie gesagt, es funktioniert. Jetzt haben wir einen kleinen, einen höheren Ausgang, weil wenn ich den jetzt, wenn ich die Lampe wieder ausmache, dann reduziert sich das ein bisschen. Also das finde ich natürlich nicht schlecht. Wie gesagt, ist die Frage, wofür nutze ich das? Wie möchte ich das gerne nutzen? Habe ich mehr Geräte oder will länger autark bleiben oder sein? Dann stellt sich in der Tat für mich die Frage, nehme ich die 600 Watt, also in der Spitzenleistung 1200. Und die größere hat, glaube ich, schon gleich 800. Auch die hatte nur 288 Ampere Stunden. Die größere hat, glaube ich, 500, 600. Gut, ich gebe ehrlich zu, das hat mich jetzt nicht weiter interessiert, weil es dreht sich hier jetzt erstmal nur um dieses Gerät. Aber wofür brauche ich das? Und heutzutage ist das gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, leider haben sie die Solarpaneele nicht dabei. Den könnte man gleichzeitig auch einspeisen und dann würde es auch ein Durchfluss sein. Das heißt, der Akku würde auch etwas entlastet werden. Und man kann den auch auf Schongang laden. Das heißt, es dauert zwar länger, das Laden, aber ein Akku hält länger. Das ist wie bei einem Akku beim E-Auto. Lade ich ihn langsamer, können sich die Ionen schneller ausbalancieren oder sie können sich besser ausbalancieren und ist schon dafür ein Akku.
Denn das Schnellladesystem ist nicht schlecht, aber der Akku wird schneller warm. Auch der ist warm geworden. Also brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber nur nicht, dass ich sage, ich verbrenne mir jetzt die Finger. Also hier ist alles ein bisschen warm geworden und das ist auch ein bisschen warm geworden. Also unbestreitbar. Also ich nehme mal die Lampe wieder weg. Dann kann ich die Powerstation wieder ins Licht rücken, ins rechte Licht rücken. So. Entschuldigung, dass ich mit dem Arm im Weg war. Wie gesagt, schlecht finde ich das nicht. Ob man das jetzt hier nutzt, die LED-Lampe, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich finde das trotzdem, ja, für einen Notfall ist das nicht schlecht. Und dann zeige ich jetzt auch mal die App. Moment, ich gehe mal kurz rein. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf die Schnelle. Und wie gesagt, jetzt sieht man schon 99%, also 1% Verlust bis jetzt. Und dann, wie gesagt, das finde ich nicht schlecht. Also, doch eine, ja, wenn man viel unterwegs ist, auch mit dem Auto, man ist öfters mal unterwegs, Picknick zu machen oder sowas, ist die Frage, nehme ich jedes Mal so 3-4 Powerbanks mit oder nehme ich so eine mit? Das ist na klar schon ein Unterschied. Denn da kann ich na klar auch zwischendurch mal laden und so weiter und so fort. Also hat schon einen Vorteil, also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Also wenn wir jetzt hier auf die App, ich bin jetzt in die Suchfunktion, EcoFlow anklicken und dann kann man hier raufgehen. Ich habe sie einmal so testweise runtergeladen. Und wie gesagt, dann sieht man hier so die Bilder, dann sieht man die Anzeigen. Leider gibt es nicht viel. Aber man kann vieles sehen. Und wie gesagt, ich kann darüber, das ist fast wie im Smart Home Bereich. Hier sieht man ja auch, es ist wunderbar. Das gibt es in der Delta Pro, EcoFlow. Wie gesagt, ist die Frage, wofür brauche ich es? Wie lange brauche ich es? Und dann muss man sich natürlich für eine entscheiden. Und wie gesagt, die ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, auch wenn das Display jetzt aus ist. Ich hoffe, ihr könnt das hier oben sehen. Na. Es wird trotzdem weitergeladen. Denn um Strom zu sparen oder Energie zu sparen, ist nicht klar schön, wenn man, wenn das Display ausgeht. Das kann man einstellen, wann was ausgeht. Das kann man über die App steuern. Hier kann man nichts machen. Aber wir klicken hier ganz kurz an und dann sieht man das schon wieder. Ich finde das sehr gut. Und dann, ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, wofür ihr so eine Powerstation nutzen würdet oder nutzen wollen würdet. Also in meinem Bereich ist, also wenn ich es sehen würde, ja, für unterwegs mal, wenn ich, für Leute, die gerne mal mit einer Drohne fliegen oder größere Aufträge haben, wo denn, das ist ein gutes Beispiel. Für Drohnenpiloten, die dann mal unterwegs irgendwo laden müssen, aber die haben keinen Netzanschluss. Sind mitten in der, ja, Valle Pampa, könnte man so sagen. Da ist es ganz gut. Oder wie gesagt, wenn man öfters mal unterwegs ist, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, mit dem Wohnwagen vielleicht auch, aber eher mit dem Wohnmobil und man möchte mal ein bisschen autark sein, weil das ja gerade so gefällt oder was auch immer, oder man möchte mal anhalten, oder wenn man öfters mal unterwegs ist, ein Picknick zu machen und man möchte ein bisschen Komfort dabei haben, kann man ja klar auch machen. Wie gesagt, dann kann man sich so ein Induktionsfeld, gibt ja diese kleinen Platten, wo nur eine Platte vorhanden ist, oder auch mit zwei Platten, dann kann man da kurz was kochen. Ist doch keine schlechte Idee.
ratsam ist, definitiv, wenn man öfters unterwegs ist, länger unterwegs ist, sich vielleicht eine größere zu besorgen. Das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Und was sich sicherlich lohnen würde oder rechnen würde, langfristig gesehen, ist eine Sonarpanel. Also es gibt ja von diesem Hersteller auch eine klappbare, also eine faltbare, und dann kann man sie schön anschließen und dann kann man aufladen, beziehungsweise man kann gleich den Strom nutzen, der durch die Sonne eingespeist wird. Das heißt, ist ein Durchfluss und schon kann ich länger damit arbeiten. Wie gesagt, der Akku wird in dem Moment ja auch entlastet, weil er ja dann nicht benutzt wird. Muss man gucken, wie man es geht. Wie gesagt, jetzt sind wir hier bei 6 Stunden. Wie gesagt, das pendelt hin und her. Wie gesagt, 98% plus minus 0,5%, sage ich mal. Also wie gesagt, das schwankt ja. Aber ich finde das echt gut. Ja, das soll es auch hier gewesen sein. Wie gesagt, schreibt mir doch mal unten in meinen Kommentaren, wofür ihr das nutzen wollen würdet oder möchtet. Habt ihr schon so eine Powerstation? Wie gut findet ihr sie? Oder habt ihr schlechte Erfahrungen damit gemacht? Das würde mich mal interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch. Und ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer River Dave. Ciao, ciao.